So, hallo ihr Lieben, willkommen zum neuen Video. Diesmal mit neuen Aufnahmeprogramm. Ich bin mal von diesem Nvidia-Programm weggegangen, zu OBS. Da sich bei Nvidia immer die Audioeinstellungen verstellt haben. Jedes Mal ich irgendwann nicht mehr zu verstehen war in den Videos. Und ich absolut keine Lust habe, das vorher wieder zu überprüfen. Deshalb jetzt mal mit OBS. Mal gucken. Habe jetzt schon ein bisschen an den Audioeinstellungen rumgespielt und hoffe, es funktioniert. Heute werden wir ein bisschen Stoppelbearbeitung noch machen, beim Class Axion 980 und der Köckerling Rebell. Die kennt der ein oder andere vielleicht von euch schon von dem guten Twitch Farming, der hat die ja im Original, bloß ein bisschen in einer anderen Konfiguration. Ja, wo ist er denn? Da ist er im GPS. Ups. So. Aber mal los. Was ich bei der Rebell so ein bisschen schade finde, ist, dass die zwar vorne solche Schnittwalzen hat, die Stoppeln noch so ein bisschen abschneiden, und dass das aber nicht gleich als gemulcht zählt. Also das wäre echt eine feine Option gewesen, wenn sie das als Mulchen gemacht hätten noch extra. Da könnte man sich den Arbeitsschritt mit dem Mulch ersparen. Ich weiß zwar nicht, ob das in der Realität auch so ist, dass das dann mehr oder weniger als Mulch zählt, aber fände ich cool, wenn man das so machen könnte. Links auf dem Feld haben wir noch Baumwolle stehen. Ich weiß noch gar nicht, was ich mit dem Zeug mache. Ob ich das wirklich ernten möchte oder ob ich den einfach einen Molcher schnappe und wegmolche. Auf Baumwolle so richtig Lust habe ich darauf nicht. Das habe ich eben mal gemacht im 19er. Das hat so Ewigkeiten gedauert und war so stinkend langweilig. Das ist so gar nicht mein Fall. Ich tendiere im Moment eher zum Wegmolchen. Ich habe die Baumwolle nicht angepflanzt. Die habe ich beim Kauf vom Feld mit übernommen. Leider Gottes. Thank you.
war übrigens noch ein Axiom 69. Nein, 89. Dachte, ich hätte mir den größten geholt. Ist das der größte? Ja. Klar, mal gucken wir den nächsten Mal. Doch, das ist ja der größte der 69. Mhm. Gibt es 89 überhaupt? Oder erzähle ich jetzt kompletten Quatsch? Na egal. So, dann machen wir die letzte Bahn zusammen, dann reicht das auch für heute schon wieder. So, ihr Lieben, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Audio ist diesmal gut geworden. Bei den Tests vorher hat sie es eigentlich ganz gut angehört. Und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.